Trotzdem der FC Bayern natürlich jetzt der große Favorit in diesem Spiel. Bauen erstmal ruhig auf. Die Halle ist schon gut gefüllt für den heutigen Morgen. Viele Menschen sind aufgestanden. Jetzt ist erstmal schön durchgesetzt, aber dann klärt Niklas Bobe, der gestern schon 2 Tore für die Milchkrausauswahl erzielen konnte. Die Mühlis haben heute Morgen einen Wechsel im Tor vorgenommen. Jan Stratmann vom TuS Lohe. Ist im Kasten. Für Alex Berner, der eine Pause erhält. Für das heutige K.O.-Spiel. Nächste Schussmöglichkeit und jetzt die Chance für die Mühlis. Und jetzt ist der Ball im Tor. 1:0. Kevin Brinkmann. Die Mühlis machen da weiter, wo sie gestern aufgehört haben. Distanzschuss kam von Maximilian Koch. Die konnte Bayerns Keeper Burkhardt nur abprallen lassen. Und dann. Was bringt man, der die Mühlis in Führung bringt? Auch René Freimuth jetzt wieder. Gestern schon sehr emsig. Arbeitsbiene der Mühlis. Da ist Muku. Freimuth und Toko jetzt in vorderster Front. Und Toko auch wach. Guter Zweikampfgewinner. Und der hat Tennis was drauf. Abschluss 2:0. Ansatzlos. Da wirst du doch bekloppt. Die Mühlis führen 2:0 gegen den FC Bayern München. Also, wer bis eben noch nicht wach war, der ist es jetzt. Verrückt, völlig verrückt. Wenn die so weitermachen, dann gehen die Mühlis als Gruppensieger aus dieser Gruppe. Verteidigen das nach wie vor einfach sehr, sehr konsequent. Sind hochkonzentriert. Und jetzt auf der Platte der dritte Block. Für die Mühlis. Die Beine jetzt mit wilden Angriffen. Versuchen immer wieder über die Bande zu kommen. Adrian Fein. Und gleich wieder das Kommando. Also die Mühlis haben ganz klar einen Defensivplan. Stehen tief, verschieben dann clever, sind sehr aktiv im Zweikampf. Der Zweikampf war ein bisschen billig geführt, aber Lukas Steinhof, ja, nicht wirklich konsequent an der Bande. Da fehlt der Körperkontakt im Zweikampf, um den Gegner entscheidend stören zu können. Aber wir meckern hier auf mittlerweile ganz hohem Niveau. Wir dürfen jetzt die Messlatte auch nicht zu hoch ansetzen. Aber die Jungs können das und haben den nächsten Abschluss und wieder. Sieht Burkhardt da nicht gut aus, weil er war natürlich auch abgefälscht. Da muss jetzt wieder schneller Kontakt hergestellt werden.
um den Gegner auch entscheidend zu stören. Wir dürfen nicht passiv werden. Das hat wieder gut aufgepasst. Marc Bischoff. Da reimt sich wieder auf. Zu zweit sind sie stark. Alex Nobbe und Lukas Hartmann. Ja, und das war schön gemacht. Da hat der Bayern-Spieler Alex Nobbe keine Chance gelassen. Zentral angespielt, den Ball abgeschirmt, hier rumgedreht und aus der Drehung dann den Ausgleich erzielt. Das ist dann auch einfach richtig gute Qualität. Also 2-2. Die Bayern haben die Verhältnisse wieder etwas gerade gerückt. Und dann das 3-2. Ja, die Müdis kommen jetzt nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe. Kevin Brinkmann, das haben sie am Anfang noch ganz, ganz anders gemacht. Als wenn die 2-0-Führung etwas zu beruhigend war. Die sind nicht mehr so aktiv. Aber geschlagen geben werden die sich hier nicht. Denn auch gestern haben sie zweimal zurückgelegen. Jeweils mit 1-0. Und sind dann doch wieder zurückgekommen. Bayern jetzt wieder mit dem System von gestern. Torwart mit einbeziehen. Dadurch habe ich zwei Spieler hinten und kann drei vorne aufstellen. Und die drei rotieren jetzt sehr gut. Bayern bewegt sich jetzt auch besser. Brauchten diese zwei Watschen, um richtig wach zu werden. Ballbesitz für die Mühlis. Guter langer Ball da von Jan Strate im Tor. Das ist Freimut. War gestern etwas angeschlagen, hat das zweite Spiel nicht mitbestritten. Heute natürlich wieder fit. Die Bayern machen das gut, jetzt spielen auf Ballbesitz. Die Mühlis waren gestern schon sehr, sehr geduldig und warten auf Fehler. Wie hier Fast und Toko. Jetzt natürlich muss das schnelle Umschaltverhalten wieder erfolgen. Klasse Einsatz hier. Und da ist Keeper Strate mit der Parade. Und jetzt fighten sie wieder, jetzt beißen sie wieder. Und der Wechsel bei den Mühlis. Vier Minuten sind noch zu gehen in dieser Partie. Alex Nobbe jetzt. Ball auf Bischoff, quergelegt.
Und da ist der Ausgleich. Lukas Hartmann. Tolle Kombination da. Über Nobbe. Über Bischof. Und Lukas Hartmann trifft zum 3:3. Gegen die Bayern. Wieder 3 Tore erzielt. Also auch offensiv stark. Diese Mühlenkreisauswahl. Wir dürfen jetzt schon gespannt sein, wie weit die Reise geht dieses Jahr für die Mühlis. Die machen einen richtig guten Eindruck, wenn die Kräfte halten und der Gegner im Achtelfinale passt. Dann geht das hier richtig weit. 3 Minuten auf der Uhr. Natürlich verzichten wir jetzt auf sämtliche Hintergrundgeschichten, auf Informationen. Das können wir live wieder machen. Jetzt wollen wir erst schauen, was die Mühlenkreisauswahl macht. Wir sind voll bei diesem Spiel dabei, weil es sich lohnt, weil es schon wieder ein klasse Auftakt ist. Die Bayern kombinieren wieder. Natürlich der Ballbesitzanteil der Münchner deutlich höher. Aber das wollen die. Die müde ist auch gar nicht. Noch 2 Minuten. Der lange Ball ins Aus. Genau, jetzt wieder aktiv. Das ist der Unterschied. Wenn ich ein Spiel aktiv unter Druck setze, um ihn auch wegzuhalten vom Tor, das machen sie jetzt wieder. Ich habe eine Phase, da waren sie zu passiv. Das werden die Trainer auch angesprochen haben. Meisenberg und Zwingmann. Jetzt ist das schon wieder. Völlig richtig, was die Jungs da machen. Das ist der Mut und das ist die Aktivität, die es braucht im Zweikampf. Auch wenn die Bayern sich jetzt natürlich nochmal befreien, aber der Schuss geht rechts neben das Tor von Meritan Shabani. Auch hier Jan Strate mit einer guten und souveränen Leistung im Tor. So, jetzt ist gleich die letzte Spielminute. Und genau jetzt läuft die Mühle euch. Auf geht's! Und nochmal Unterstützung. Und jetzt wird die Halle auch so langsam wach. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn die Mühlis hier 3:3 gegen Bayern spielen und wir jetzt nochmal nach vorne arbeiten, das ist der Schussversuch. Ich glaube, es war Alex Nobbe, jawohl. Mit dem Versuch. Und es sind noch 30 Sekunden auf der Uhr. Sollten die Mühlis hier wirklich ungeschlagen durch die Gruppenphase gehen, 5 Punkte in 3 Spielen, das wäre eine absolute Sensation, vor allen Dingen in dieser Hammergruppe. Es sieht gut aus. 20 Sekunden. Der Ball ist schon weit vorne. Die Halle kommt jetzt nochmal richtig auf. Die Bayern versuchen natürlich jetzt nochmal den Angriff hier zu schalten. Weiter mit konstruktivem Spielaufbau. Jetzt natürlich wieder schwer zu verteidigen da. Aber gleich mit 2 Mann attackieren sie den Gegenspieler des FC Bayern. Trotzdem setzt er sich durch. Die Mühlis jetzt an der Bande und da ist es vollbracht. Die Mühlis gehen ungeschlagen durch die Gruppenphase. Was ein Auftakt in den Tag. Wir melden uns gleich mit dem Nordderby Bremen gegen HSV.